Die Großpredigerin ist schon wieder dabei, Matrone. Diese großmäuligen Fanatiker! Es wird Zeit, ihnen eine Lektion über den Segen des Schweigens zu erteilen! Genug. Ich habe entschieden, wie wir auf diese üblen Predigten antworten. Initiandin, ich habe eine Aufgabe für euch. Wieder einmal wagen die frommen Dummköpfe von Quatsch es, den Zorn der dunklen Bruderschaft heraufzubeschwören. Eine solche Schmähung kann nicht lange ungesühnt bleiben. Als ob die Großpredigerin nicht schon genug Laster hätte, gegen die sie wettern könnte, predigt sie nun auch noch über die Bruderschaft. Sie sagt, wir wären schwach und ohne jede Macht. Ein zahnloser Drache, der nur Spott anstelle von Furcht verdient hat. Diese Lügen müssen verstummen. Für immer. Seid auf der Hut. Der Orden der Stunde hat seine Präsenz in Quatsch vergrößert. Meidet die Kriegerpriester, wenn ihr könnt. Trefft euch mit Tanek und bringt diejenigen Priester zum Schweigen, die sich gegen uns aussprechen, einschließlich der Großpredigerin. Das wird sie Angst vor Sitis lehren. Tanek wird euch in Quatsch treffen. Ich erwarte, dass ihr beide euch um die Großpredigerin kümmert und den Bewohnern dieser scheinheiligen Stadt die wahre Macht der dunklen Bruderschaft vor Augen führt. Die Großpredigerin und ihre Priester verbreiten aus Gründen, die ich noch nicht nachvollziehen kann, Lügen über die Bruderschaft. Ob sie uns nun zu beleidigen trachtet oder nach irgendeinem fehlgeleiteten Gebot ihres Glaubens handelt, unsere Antwort ist klar. Diese unbesonnenen Priester müssen sterben. Sie ist Teil der hochrangigen Priesterschaft in der Kathedrale von Quatsch und steht in der Hierarchie nur unter Primas Artorius. Sie wird aber nicht leicht zu finden sein. Vielleicht kann man sie hervorlocken, indem man ihre Untergebenen tötet. Verlasst euch andernfalls auf Tanek, um das Loch ausfindig zu machen, in das sie sich verkrochen hat. Primas Artorius steht der Kathedrale von Akatosh in Quatsch vor. Die Kantoren und Prediger beugen sich seiner Autorität als Auserwählter des Drachengottes und selbst der Orden der Stunde befolgt seine Befehle. Fromm und glaubensstark wie er ist, finde ich diesen Mann absolut unerträglich. Nach dem Tod zweier Assassinen wird Vorsicht zur angemessenen Antwort, Initiandin. Ich erwarte, dass ihr es seid, der die Großpredigerin meuchelt. Tanek ist nur zur Unterstützung mit von der Partie. Mehr nicht. Unter normalen Umständen nicht. Doch diese jüngsten Angriffe sind alles andere als normal. Konzentriert euch auf die Großpredigerin. Das ist eure Hauptmission. Das einfache Volk fürchtet uns, die politischen Anführer dulden uns und jeder, der jemand anderen tot sehen will und dafür bezahlen kann, heuert uns ohne Zögern an. Unser Ruf bleibt unangetastet. Aber diese Angriffe durch die Prediger, sie haben offenkundig etwas vor. Es könnte alles Mögliche sein. Gewiss haben Primas Artorius und seine Priester kaum etwas für die Bruderschaft übrig. Ich frage mich, ob die Kathedrale plant, das schwarze Sakrament zu verbieten. Würden sie so etwas wagen? So oder so sind diese Predigten schlecht fürs Geschäft. Initiandin, ich habe einen eigenen Kontrakt in Quatsch. Ich stoße zu euch und Tanek, sobald ich fertig bin. Drei Klingen bei einem Kontrakt? Ist das klug, Matrone? Sorgt nur dafür, dass die Großpredigerin stirbt, Initiandin. Das ist mein Hauptanliegen.
Ich fragte mich schon, wie lange es dauern würde, bis ihr hier seid. Hat Astara euch nicht eine gewisse Dringlichkeit vermittelt, was diese Mission angeht? Nach all diesen Jahren scheint sie doch noch weichherzig zu werden. Ja, das würde ich schon sagen. Ich sehe das Leben als komplizierte Abfolge von Streichen und Reihenfällen. Abgesehen davon ist dies eure Mission. Ich bin nur zur Beobachtung hier und um euch Hilfe anzubieten, falls ihr euch übernehmt. Wo wir gerade davon sprechen, versucht bitte, euch nicht festsetzen oder töten zu lassen. Nein, das wäre ja langweilig. Ihr fangt damit an, die Priester der Predigerin zu ermorden, während ich mich der wahren Herausforderung stelle. Ich mache ihr Versteck ausfindig. Dann suche ich nach euch, damit wir sie gemeinsam umbringen können. Das wird die Leute von Quatsch Angst vor Sithis lehren. Lasst euch nicht sehen oder schlachtet jeden ab, der euch in die Quere kommt. Tut, womit auch immer ihr euch am besten fühlt. Am Ende landen sie doch sowieso alle bei Sithis. Warum sich also sorgen? Und jetzt geht da raus und kümmert euch um die Großpredigerin und ihre verlogenen Priester. Zeit, unsere Dolche mit Predigerblut zu benetzen. Seid auf der Hut, Neuklinge. Gut, dass ich mich nie beschwere. Diese Schurken sind Feiglinge, die sich in den Schatten verstecken. Sie sind zahnlose Drachen, machtlos, voller Angst. Fürchtet nicht die dunkle Bruderschaft im Vergleich zu Akatos. Es gibt eine böse, verborgene Verderbnis in Quatsch. Was gäbe ich nicht für einen kühlen, süßen Trank? Diese Schurken sind Feiglinge, die sich in den Schatten verstecken. Sie sind zahnlose Drachen, machtlos, voller Angst.
Unsere Beute verbirgt sich auf dem Sitz ihrer Familie bei Quatsch. Ich treffe euch dort, Säuglinge. Und falls ihr die Matrone wirklich beeindrucken wollt, tötet unterwegs mehr Prediger. Und verkaufe. Kein Orden der Stunde? Folgt mir, Neuklinge. Neuklinge, kommt leise mit und hört zu. Eure Beute regt sich unter uns. Großpredigerin, habt ihr den Standort der Freistadt schon ausgemacht? Leider starb dieser Assassine, ehe er mir Nützliches verraten konnte. Ich werde noch einen fangen. Versucht, diesen nicht zu töten, ehe wir nicht das Versteck der dunklen Bruderschaft kennen. Fürst Akatosh, erhöre unsere Gebete! Lasst mich die Leiche nur kurz vorbereiten. Wer ist diese Kriegerin in Schwarz? Eine Art Söldnerin? Jetzt gilt's. Folgt mir! Sie folterte Simba. Solch eine Schmähung der Familie darf nicht sein. Wenigstens wusste er, wie man schweigt. Was für üble Magie ist das? Neuklinge, gebt Acht. Ich bin so schwach. Da kann mich nicht bewegen. Zwei Assassinen? Es gibt sie als Pärchen. Ihr werdet den Standort der Freistadt der Dunklen Bruderschaft offenbaren. Ich bleibe hier sitzen und warte, wer als erstes kommt. Sieht es oder der große Vater? Tarek, wollt ihr euch einfach hinlegen und sterben? Sie wussten, wir würden Simba retten wollen. Seine Leiche ist in einer Art üble Todesmagie gehüllt. Hoch mit euch, Milchtrinker! Sieht, es hat noch Arbeit für euch. Initiantin, die Großpredigerin gehört euch. Ich bringe Tarek nach Hause.
Zeichen der Stunde. Zeigt dieser Assassine Akatoshs wahre Macht. Bräuchte es für euch härtere Mittel als nur Worte. Für das Schlagen einer Dienerin Akatoshs wird euch der schwarze Drache strafen. Akatosh, mein Geist sei euer. Kor hat Tanek nach Hause gebracht. Er ist verletzt, aber er lebt. Er sagte mir, er wird der Großpredigerin nachgesetzt. Sagt mir, wurde das Werk getan? Simba war einer unserer Besten. Sich so einfach fangen zu lassen. Ich hätte nie gedacht, dass die Großpredigerin oder der Orden der Stunde solch eine Tat bewerkstelligen könnten. Ich frage mich, wozu all diese Mühen? In schwarzer Rüstung? Ich habe Gerüchte über eine solche Kriegerin gehört. Aber nach dem Standort unserer Freistadt zu suchen? Es scheint, als wären wir im Krieg gegen einen unbekannten Widersacher. Ich muss darüber nachdenken. Übrigens ist Tanek aufgewacht und hat darum gebeten, euch zu sehen. Seid unbesorgt, Tanek. Ein Fässchen Met und ihr seid im Nu wieder auf den Beinen. Euer Met schmeckt nach Bienenkotze. Da passe ich lieber. Oh, Tanek, ich hasse es, dass euch das passiert ist. Ihr sorgt euch mehr als die Matrone, Hildegard. Ich bin im Handumdrehen so gut wie neu. Ah, die Neuklinge ist da. Macht mal etwas Platz, bitte, Kor. Sicher, Tanek. Doch ich rechne fest damit, dass ihr bald wieder Kontrakte abschließt, ja? Ich tue mein Bestes, euch nicht zu enttäuschen. Nehmt euch Zeit, Tanek. Ich werde für eure schnelle Genesung beten.
Kur und Hildegard meinen es gut, aber sie sind schlimmer als zwei Glucken. Ihr seid am Leben. Heißt das, dass die Großpredigerin nicht mehr unter uns weilt? Wir sind uns nicht sicher, mit welcher Art von Magie die Großpredigerin den Leichnam Sinbars belegt hatte. Aber wenn ihr und Kur nicht gewesen wärt, wäre ich nun auch tot. Ich stehe in eurer beider Schuld. Und ich werde dafür Sorge tragen, dass sich jeder an Sinbars Tapferkeit erinnert. Er weigerte sich, unser Geheimnis preiszugeben, ganz gleich, was die Großpredigerin ihm antat. Doch ich stelle mir deshalb auch gewisse Fragen über die Kriegerin, die in der Lage war, ihn zu besiegen. Simba konnte mich mühelos im Kampf bezwingen und diese Kriegerin bezwang ihn. Unterschätzt ihr Können und ihre Fähigkeiten nicht, falls sie ihr noch einmal begegnet. Sie machte Jäger zu Gejagten und das ist ein Spiel, auf das ich nicht die geringste Lust verspüre. Eine Gelegenheit, euren eigenen Rekord zu schlagen. Wie viele Priester der Predigerin habt ihr überhaupt ermordet? Im Ernst, Neuklinge. Bleibt wachsam da draußen. Die Wurzel unseres Ärgers reicht tief in den Boden. Die Lage wird noch schlimmer werden, meine Freundin. Hört auf meine Worte. Wo ist dieses Mädchen nur diesmal hin? Ah, meine Freundin. Ich bin froh, euch zu sehen. Es geht um Hildegard. Sie ist nie zurückgekommen, nachdem sie losging, um für Tanek zu beten. Ich glaube, ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Nachdem Tanek bei dem Vorfall mit der Großpredigerin verletzt wurde, zog Hilde los, um für ihn zu beten. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Niemand hat das. Es passt gar nicht zu Hilde, dass sie einfach verschwindet, ohne mir oder Astara etwas zu sagen. Sie liebt Tempel, aber der Ärger in Quatsch sorgt dafür, dass sie die große Kathedrale meidet. In letzter Zeit hat sie immer die große Kapelle von Dibella in Anvil aufgesucht. Ich glaube, dass sie die Rituale beruhigen. Werdet ihr mit nach Anvil kommen und mir helfen, Hildegard zu finden? Ich treffe euch in der Kapelle in Anvil. Hoffentlich finden wir Hilde zusammengerollt und schlafend unter Dibellas Statue. Seid nur vorsichtig, wenn ihr die Stadt erreicht. Die Piratenkönigin hasst die Bruderschaft fast so sehr, wie die Prediger das tun. Sie hält gern Zwiesprache mit den Göttlichen und der Natur. Und sie nimmt Kontrakte an, genau wie wir anderen. Daher ist es nicht ungewöhnlich, dass sie der Freistadt auch mal eine Weile fernbleibt. Aber nach den jüngsten Angriffen auf uns kann ich nicht anders, als mir das Schlimmste auszumalen. Ich hoffe, sie ist wohl auf, aber wer weiß, was in einem vorgeht, wenn einem die Welt auf den Kopf fällt. Jemand ermordet die Mörder. Falls Hildegard verletzt wurde oder noch Schlimmeres geschehen ist, wüsste ich nicht, was ich dann tun sollte. Was wollt ihr damit andeuten, Initiantin? Hilde ist wie eine Schwester für mich. Seit ich sie gefunden habe, versuche ich ihr dabei zu helfen, sich trotz ihrer Lage in den Griff zu kriegen. Sie mag ein Werwolf sein, aber sie ist eine gute Seele. Die Bruderschaft kann froh sein, sie zu haben. Warum ist das so schwer zu glauben? Sie ist eine hervorragende Spurenleserin und in ihrer Werwolfgestalt eine gnadenlose Mörderin. Manchmal kommt sie zurück und nackt immer noch an den Körperteilen, aber wer von uns hat sich noch nie im Augenblick verloren? Außerdem mache ich hinter ihr immer sauber. Die Piratenkönigin hasst alles, was sie nicht beherrschen kann. Den Grafen von Quatsch, den Primas, uns. Sie will die gesamte Goldküste beherrschen. Doch wir sind nicht gewillt, uns einfach auf den Rücken zu werfen und ihren Forderungen nachzugeben. Wir sind unabhängig und uns gefällt das so.
Hilde ist nicht hier. Hören wir uns um, ob einer der Betenden sie gesehen hat. Sonnt euch in der Heiligkeit dieses gesegneten Ortes und lasst eure Sorgen verblassen. Ich habe in dieser Stadt schon viele solcher Frauen gesehen. Ich hörte, die Gouverneurin soll erst kürzlich bei einem ihrer Auftritte eine Blume im Haar getragen haben. Und nun ist aus diesem Brauch eine Mode geworden. Es tut mir leid, dass ich euch keine größere Hilfe sein kann, Reisende. Ah, jetzt habe ich doch glatt den Faden verloren. Nun, da ihr den Schreibfluss ohnehin unterbrochen habt, was kann ich für euch tun? Einen Nord? Hier? Ist so etwas überhaupt möglich? Ich habe aus berufenem Munde gehört, dass der gewöhnliche Nord bei heißer Witterung schmilzt. Da fällt mir ein, dass ich überraschenderweise noch nie einem Nord begegnet bin. Noch etwas, was es abzuhaken gilt, ehe ich meine Memoiren schreibe, schätze ich. Ich frage mich, ob mir ein Priester verraten wird, wie sie diese Feuer am Brennen halten. Hoffentlich ist es nicht eines dieser heiligen Geheimnisse, von denen sie ständig reden. Jetzt, wo ihr es erwähnt, erinnere ich mich an eine junge Frau. Nein, wartet, das war eine Waldelfin. Sie trug ein Bouquet mit Blumen durch die Gegend. Sie sprach zu ihnen und schnupperte an ihnen. Und dann hat sie sie gegessen. Waldelfen sind wirklich äußerst sonderbar. Ach, da ist aber wer wirklich an dieser Nord interessiert. Ich frage mich, wer sie wohl ist. Euer Interesse an dieser jungen Nord hat mich äußerst neugierig gemacht. Sagt mir, wer sie ist, und ich sage euch, was ich gesehen habe. Ich habe eine junge Nord mit einer Blume im Haar mit Kantor Nemus sprechen sehen, drüben beim Schrein des Akatosh. Ich erinnere mich daran, weil es so merkwürdig war. Er flüsterte ihr ins Ohr und stand für einen Mann, der nicht ihr Vater oder ihr Geliebter ist, viel zu dicht bei ihr. Oh, glaubt mir, ich habe mir alle Mühe gegeben. Als sie fertig waren, liefen der armen Frau die Tränen übers Gesicht. Sie rannte aus der Kapelle, während ihr der Kantor hinterher schaute. Er hatte ein selbstzufriedenes Lächeln im Gesicht. Meint ihr, er hat etwas Unschickliches gesagt? Nein, nein, natürlich nicht. Ein so frommer Mann wie Kantor Nemus würde einer jungen Nord niemals etwas Unerhörtes antun. Ich meine, allein das Gerücht eines solchen Vorfalls wäre schon ein Skandal. Aber seid unbesorgt. Ich werde kein Sterbenswörtchen über eure Freundin und den Kantor verlieren. Beim Blute eines Trolls können diese Leute lästern. Sie sind schlimmer als die Informanten des Rattenmeisters und die werden von ihm für das Ausgraben von Geheimnissen bezahlt. Hilde war hier, aber niemand konnte mir sagen, wohin und wann sie weiterzog. Bitte sagt mir, dass ihr mehr Glück hattet, Initiandin. Ein Kantor hat mit Hilde gesprochen?
Das ist nicht, was ich hören wollte. Ihr müsst verstehen, Hilde ist nicht wie wir. Sie wuchs in der Wildnis auf. Die Vorstellung, sich zivilisiert zu verhalten, ist für sie noch ganz neu. Und sie fühlt sich wegen des Wolfs in ihr noch immer schuldig. Das hört sich für mich jedenfalls so an. Es braucht nicht viel, um ihre Schuldgefühle angesichts dessen, was sie als Wolf getan hat, in einen Ekel vor sich selbst zu verwandeln. Ich versuche die ganze Zeit, ihre Ansichten in dieser Sache zu ändern, aber ihre Überzeugungen sitzen tief. Zurück dorthin, wo alles angefangen hat. Nach Himmelsrand. Ich höre mich an den Docks um, ob sie versucht hat, eine Überfahrt auf einem Schiff zu buchen. Ihr geht und sprecht mit der Karawanenmeisterin. Hoffentlich findet einer von uns beiden heraus, welche Route sie gewählt hat, um zurück dorthin zu kommen, wo der Wolf geboren wurde. Die nächste Karawane wird in Kürze zum Aufbruch bereit sein. Falls euch das interessiert, dann sucht euch in der Nähe ein Plätzchen, um noch ein bisschen auszuruhen. Ich rufe euch, sobald es losgeht. Nun, ist das nicht interessant? Ihr seid schon die zweite Fremde heute, die mich nach einer Nord fragt, die völlig in Tränen aufgelöst davongerannt sein soll. Selbst wenn ich diese junge Frau gesehen hätte, was lässt euch glauben, ich würde euch irgendetwas darüber erzählen? Genau. Ihre Familie. So wie diese junge Frau heulte, hätte man meinen können, Molag Bal höchst selbst wäre hinter ihr her. Oder jemand wie ihr. Wenn ich der Nord geholfen hätte, und ich sage nicht, dass es so war, dann müsstet ihr euch wesentlich mehr Mühe geben, damit ich euch irgendetwas darüber erzähle. Tut mir leid. Ich schütze meine Kunden und ihre Geheimnisse. Ich habe euch nichts weiter zu sagen. Karawanenmeisterin, bitte! Die junge Frau mit der Blume im Haar! Sie ist in schrecklicher Gefahr! Nun schau sich euch einer an! Ihr müsst der Bruder sein! Dann habt ihr Hildegard gesehen! Bitte! Ihr müsst uns sagen, wo sie hin ist! Sie hat nur von euch geredet, wenn es nicht um die Reise ging. Sie meinte, euch würde sie am meisten vermissen. An den Docks munkelt man, der Silbermorgen habe auch nach meiner Schwester gesucht. Wir müssen erfahren, wo sie hin ist! Die junge Frau wollte in die Jeralberge mitgenommen werden. Sie fuhr auf dem letzten Wagen mit, aber ich kann euch hinbringen, wenn ihr mögt. Das wüssten wir zu schätzen. Vielen Dank. Seit den Neuigkeiten über den Silbermorgen mache ich mir noch größere Sorgen um Hildes Sicherheit. Wir müssen uns beeilen! Der Silbermorgen sind Werwolfjäger. Was immer der Kantor zu Hilde sagte, hat sie zurück in die Wildnis fliehen lassen, wo ich sie einst fand. Und nun ist hier eine ganze Jagdgesellschaft auf der Spur. Sie werden sie töten, Initiantin. Entschuldigt, dass ich euch für dumm verkauft habe. Aber ich wollte nur meine Passagieren schützen. Diese Raufbolde vom Silbermorgen kamen kurz vor euch vorbei und fragten nach ihr. Zu ihnen habe ich auch keinen Ton gesagt. Sagt mir einfach Bescheid, sobald ihr bereit seid, nach Himmelsrand zu gehen. Dann springt in den Wagen und lasst uns losfahren. Ich bringe euch so schnell ich kann dorthin, ohne dass mir ein Rad herausspringt. Nun, zumindest nicht mehr als eins. Wenn der Silbermorgen Jagd auf eure Freundin macht, stellt ihr euch besser auf einen Kampf ein. Teilen wir uns auf und suchen wir nach Hilde. Aber bleibt wachsam. Im Wald wimmelt es sicher von Jägern des Silbermorgens.
Fordert den Orden des Silbermorgens heraus? Ich reiße euch den Kopf ab und hänge ihn mir an die Wand! Verschont mich und ich sage euch, wo der Werwolf ist. Wir haben ihre Spur nach Süden verfolgt. Ich bin es, Hilde. Dein großer Bruder. Beruhige dich. Wir sind hier, um dir zu helfen. Das ist gut, kleine Schwester. Sehr gut. Nun atme.
Entspanne dich. Ich wollte keinen Ärger verursachen. Ich wollte nicht, dass Kor und ihr in Gefahr geratet. Das wollte ich ja. Aber der Kantor meinte, ich müsste fliehen. Er sagte, meine Vergangenheit und mein wildes Wesen würden nur dazu führen, dass die Leute, die ich liebe, Schaden nehmen. Er behauptete, der Tod unserer Brüder und Schwestern wäre meine Schuld. Und dass es noch schlimmer werden würde, wenn ich bliebe. Der Kantor singt zu den Göttlichen. Er spricht für Akatosh. Ich musste ihm etwas erzählen. Von mir. Von der Familie. Das ist alles schon einmal geschehen. Ich war eine Gefahr für meinen Wolfsklan. Und jetzt bin ich eine Gefahr für Kor. Für euch und die anderen. Ihr alle seid ohne mich besser dran. Nein. Warum sollte der Kantor das tun? Er trug mir auf, in mein altes Leben in der Wildnis zurückzukehren. Er meinte, dort wäre ich sicher, dass niemand sonst mehr verletzt werden würde, wenn ich fortginge. Er hat mir versprochen, dass Akatosh mir den Weg weisen würde. Ist das euer Ernst? Ihr wollt mich immer noch um euch haben, obwohl ich die Familie im Stich gelassen habe? Es tut mir leid, dass ich so viel Ärger verursacht habe. Meine Angst hat es dem Kantor erlaubt, mich zu täuschen. Das wird nicht wieder vorkommen. Kor und ich werden uns darum kümmern. Gemeinsam. Sieht aus, als hättet ihr eure vermisste Freundin gefunden. Und all ihre Gliedmaßen sind auch noch dran. Seid ihr jetzt bereit, nach Anvil zurückzukehren? Seid ihr sicher? Müsst ihr sonst nichts mehr erledigen, ehe wir losziehen? Danke, dass ihr so freundliche Worte für Hilde hattet. Ich weiß, dass sie sie sich zu Herzen genommen hat. Das habt ihr gut gemacht, Initiandin. Ich bin froh, dass ihr jetzt zu uns gehört. Ich weiß, und das werde ich auch. Ich habe nur keine große Lust, Astara zu begegnen. Sie wird nicht erfreut sein, wenn sie hiervon hört. Ich wünschte, ich wüsste, was Kantor Nemus damit zu erreichen hoffte. Jemand muss sie mit der Gabel pieksen und ihn für gut durcherklären. Sei's drum. Wir sehen uns daheim. Jetzt, wo alles vorbei ist, komme ich mir töricht vor, auf den Kantor gehört zu haben. Ich muss ihm vielleicht eines Nachts einen Besuch abstatten und es ihm heimzahlen. Das würdet ihr tun? Für mich? Ich danke euch. Kantor Nemus ist für den Akatosh-Schrein in der Kapelle von Dibella zuständig. Er verbringt eine Menge Zeit im Arbeitszimmer der Kapelle, wenn er nicht gerade junge Frauen belügt. Lasst ihn leiden, bevor ihr ihn tötet. Ja? Es bedeutet mir viel, dass ihr immer noch wollt, dass ich Teil der Familie bin. Ich werde euch und Kor nicht wieder enttäuschen. Aber sorgt dafür, dass Kantor Nemus für das büßt, was er mir antun wollte. Ich schätze, ihr habt es wohl nie gehört. Ich wuchs ungewöhnlich auf. Meine Eltern waren Nord, doch wir folgten einem anderen Pfad als die meisten unseres Volkes. Wir bewunderten die Wehrbestien. Wir wollten sein wie sie. Wir tranken ihr Blut. Mein Clan bestand aus Jägern. Wir verehrten Hesine. Ein Teil davon war, zum Werwolf zu werden. So war es eben Brauch. Doch ich konnte meine Wolfsgestalt nicht beherrschen. Ich habe jemanden verletzt. Schwer sogar. Danach bin ich davongelaufen. Ihrer Sicherheit wegen. Nicht sofort. Ich lebte für mich tief im Gebirge. Ich war wild. Unbändig. Dann hat Kor mich gefunden. Er nahm mich bei sich auf und gab mir wieder eine Familie. Ohne ihn wüsste ich nicht, wo ich jetzt wäre. Wenn ich noch nur diesen verdammten Kantor irgendwie büßen lassen könnte.
hier rein. Akatosh, behüte mich. Soweit ich weiß, haben wir euch für Hildegards sichere Rückkehr zu danken. Werdet ihr mir sagen, was geschehen ist? Oder muss ich Kor foltern, bis er zu singen anfängt? Hoffentlich habt ihr recht. Aber warum scheinen sich die Akatosh-Priester gegen uns zu formieren? Erst die Prediger und jetzt das. Versuchen sie, unsere jüngsten Rückschläge auszunutzen? Oder geht hier noch etwas anderes vor sich? Wenigstens ist Hildegard jetzt sicher. Ein Kontrakt hat uns erreicht, zu dem eine ungewöhnliche Bitte gehört. Die Auftraggeberin möchte die Assassine treffen, der diese Tat zugewiesen wurde, bevor sie unseren horrenden Preis bezahlt. Es ist selten, wäre aber nicht das erste Mal. Und die Schwarze Hand hat dieser Bitte zugestimmt. Warum sollte ich mich also beschweren? Ich möchte, dass ihr euch darum kümmert, Initiandin. Geht ins Kastell von Anvil und trefft unsere Auftraggeberin. Ich bin sicher, sie hat einen guten Grund, von unserem üblichen Vorgehen abzuweichen. Oh, hatte ich das nicht erwähnt? Es ist niemand anders als die selbsternannte Provinzgouverneurin von Anvil höchst selbst, die Piratenkönigin Fortunata Abdugal. Ich erwarte, dass ihr euch um diese Sache kümmert, wie um jeden anderen Kontrakt auch. Sucht euch euer Ziel, plant euren Angriff und vollbringt euren Mord. Hört euch an, was die Piratenkönigin zu sagen hat, Initiandin. Zumindest sollte es amüsant sein, sie glauben zu lassen, sie könne uns herumkommandieren wie ihre Lakaien von den Rotsegeln. Ich freue mich, alles darüber zu erfahren, sobald die Tat vollbracht ist. So wie ich Fortunata kenne, könnte es jeder sein. Sie hat sich ebenso viele Feinde wie Freunde gemacht, seit sie die Herrschaft über die Goldküste übernahm. Wahrscheinlich nur irgendein Adliger, der sie bei einer ihrer aufwendigen Feiern beleidigt hat. Ich bin sicher, es gibt hier irgendwo ein Buch über sie. Oh, wohlan. Fortunata arbeitete für die Goldküstenhandelskompanie, bevor sie ihren Einfluss und ihre Verbindungen nutzte, um die Piratenkönigin des Abekäischen Meers zu werden. Mit einer Flotte von Schiffen und einer Armee von Piraten. Es hat geholfen, dass die Region durch Warens Bürgerkrieg stark entvölkert worden war. Sie war sogar dreist genug, Anspruch auf die gesamte Goldküste zu erheben. Aber da haben Graf Carolus und Quatsch noch ein Wörtchen mitzureden. Es wimmelt dort von Rotsegelpiraten. Fortunata hat alles fester abgeriegelt als ihre Mitgifttruhe. Aber sie erwartet euch. Mirabel kennt das Kastell von Anvil gut. Sie verbringt Zeit dort und gibt sich als Dienstbotin aus, um die Lage im Auge zu behalten. Natürlich. Und sie ist sehr gut darin.
Für den Tag, an dem wir gegen die Piratenkönigin vorgehen müssen, haben wir Mirabelle vor Ort, jederzeit bereit zum Zuschlagen. Natürlich könnte dieser Tag auch niemals kommen, aber ich bin gerne auf jeden denkbaren Fall vorbereitet. Nun, ihr seht interessant aus. Ich bin ziemlich sicher, dass ich euch noch nicht im Kastell gesehen habe. Trotzdem hoffe ich, dass es einen guten Grund für diese Störung gibt. Ah, natürlich. Ihr seid eine von denen. Ich war mir nicht sicher, ob ihr meine Anfrage wahrnehmen würdet, wo ich mich doch weigerte, euer grausiges Ritual zu vollziehen. Ich schätze, selbst die Bruderschaft ist am Ende käuflich. Für den richtigen Betrag. Ich ziehe es vor, meine Befehle von Angesicht zu erteilen. Ich halte nichts von stiller Post. Kennt ihr den Orden der Stunde? Die Glaubenskrieger, die die Kathedrale in Quatsch beschützen? Sie haben ihren Einflussbereich ausgeweitet und stellen nun eine Bedrohung dar, die ich nicht ignorieren kann. Ich bin mir sicher, dies geht alles auf die Kappe von Graf Carolus. Ständig muss er sich mir widersetzen. Verdammt sei dieser Mann!
Begreift er denn nicht, dass es der Goldküste unter meiner Herrschaft besser ergeht? Sei's drum. Tötet Kommandant Marcus Scipio. Das sollte dem Grafen zeigen, dass ihn die Stunde nicht beschützen kann. Jetzt, wo ihr es erwähnt, da wäre noch eine Sache. Geht nach eurem Mord an Scipio zum Grafen und erzählt ihm von eurer Tat. Sorgt dafür, dass er sich einlässt und trichtert ihm ein, dass der Orden der Stunde das Unvermeidliche nicht aufhalten kann. Ich höre mir ja wirklich gerne selbst zu, aber das wird langsam albern. Ach, nun gut. Die Stunde hält das Kastell von Quatsch hinter Schloss und Riegel. Ihr werdet einen Weg hineinfinden müssen, um an Scipio heranzukommen. Mein Rattenmeister meinte zu mir, der Wachturm wäre die beste Route. Der Kastellan hat den Schlüssel. Geht weiter. Das Kastell wurde auf Befehl des Grafen von Quatsch und des Ordens der Stunde geschlossen. Ach, ist das so? Ich nehme an, ihr habt einen Schrieb vom Grafen. Oder vielleicht ein Siegel von Primas Artorius. Oder einen Passierschein eines Offiziers der Stunde? Nein, dachte ich mir. Verschwindet. Ihr wisst schon, eine Schriftrolle, die das geheiligte Siegel des Primas von Akatosh trägt. Das zeigt, dass ihr den Segen des Primas habt. Ohne einen dieser Ausweise haben wir doch keine Ahnung, ob wir da nicht gerade jemanden ins Kastell lassen, der dort gar nicht hingehört. Gar nicht. Es sei denn, ihr seid ein neuer Rekrut der Stunde oder einer der Kantoren aus der Kathedrale. Abgesehen von diesen Ausnahmen darf derzeit niemand das Kastell betreten. Und jetzt zieht Leine, bevor ich andere Seiten aufziehe. Wir müssen nur fest im Glauben bleiben, meine Freunde. Es heißt, die Wirtinnen hätten eine alte Hexe. Thank you.
Ich glaube, ein Besuch bei diesen Gräbern ist fast so erhebend wie ein Spaziergang durch die Kathedrale. Natürlich, immerhin gehöre ich zu Akatoshs Kantoren. Doch warum im Namen des Drachengottes der Zeit seid ihr an einem Siegel des Primas interessiert? Das werde ich nicht. Dieses Siegel ist eine Verkündigung und Bekräftigung meines Glaubens und ich nehme meinen Glauben sehr ernst. Bei Akatoshs Stundenglasaugen, ihr seid einer von diesen dunklen Assassinen, die vor denen die Großpredigerin uns gewarnt hat. Hört zu, es gibt einen Geheimgang im Graben des Kastells entlang der Westmauer. Benutzt diesen Weg, wenn ihr wirklich so dringend in das Kastell hinein müsst. Ich bin nicht dumm genug, der dunklen Bruderschaft in die Quere zu kommen. Es stimmt, dass die Tür im Graben üblicherweise mit Ketten fest verriegelt ist. Doch aus Gründen, die mir vorenthalten wurden, ist das seit kurzem nicht mehr so. Jemand muss den Gang benutzen. Ihr könnt ihn auch benutzen, wenn ihr euch beeilt und heimlich vorgeht. Nichtsnutzige Herumtreiber, zwingt mich nicht, euch den Hintern zu versohlen. Eigentlich habe ich keinen Grund zur Beschwerde, aber das hält mich nicht davon ab. Habt ihr seinen neuen Bogen gesehen? Der muss ihm ordentlich was gekostet haben. Thank you.
werden. Liebste Mutter, schickt mir euer Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Liebste Mutter, schickt mir euer Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Liebste Mutter, schickt mir euer Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Liebste, hat es geklappt? Ja, muss es wohl. Ich habe das Ritual jede Nacht wie beschrieben durchgeführt. Und nun seid ihr hier. Ich schätze, es führt keinen Weg zurück. Ich muss das durchstehen. Für die Bewohner von Quatsch. Fortunata muss aufgehalten werden. Ich habe das für die Bezahlung nötige Gold. Aber ich will euch etwas anderes anbieten. Denn ich kann euch sagen, wer eure Assassinen ermordet. Seid ihr nicht? Warum habt ihr euch dann an meiner Verteidigung vorbeigeschlichen und seid in mein... Oh nein. Fortunata schickt euch nicht, wahr? Seid ihr hier, um mich zu töten? Ihr habt den Kommandanten ermordet? Ich verstehe. Noch eine von Fortunatas Schmähungen. Sie zahlt gern, um den Orden der Stunde zu schwächen, aber der Mord an einem Grafen wäre Goldverschwendung. Doch, ihr gehört zur Bruderschaft. Und ich habe euer Ritual vollzogen. Lasst mich euch bezahlen, sie zu töten. Dann gebt die Botschaft an eure Vorgesetzten weiter. Lasst sie wissen, dass ich Gold habe und Informationen. Ich kann euch die Richtung zu der Person weisen, die eure Leute tötet und... Wartet. Wer ist das? Gehört der zu euch? Initiant, lasst uns reden. Da macht man sich wegen eines schwarzen Sakraments auf den Weg und seht an, wen man dabei trifft. Eine interessante Wendung der Ereignisse, meint ihr nicht? Ein Kontrakt gerät in Konflikt mit einem anderen und ihr steckt mittendrin. Das macht euch zur idealen Kandidatin, die Sache zu regeln. Die Mutter der Nacht hat das Gebet des Grafen erhört und der Name Fortunata Abdugal wurde genannt. Ihre Seele ist nun Sitis versprochen. Und ihr werdet dieses Versprechen einhalten. Es ist an euch, den Kontrakt des Grafen zu erfüllen. Ihr habt Fortunatas Kontrakt wortgetreu erfüllt. Niemand kann sagen, die Bruderschaft hätte in dieser Hinsicht ihre Verpflichtungen schleifen lassen. Jetzt haben wir einen neuen Kontrakt. Und daran könnte selbst alles Gold in Anvil nichts ändern. Das Sakrament des Grafen ist euer. Sehr gut. Sucht eure Schwester Mirabelle im Kastell von Anvil auf. Sie kann euch gegebenenfalls mit Rat und Tat zur Seite stehen. Der geheime Ausgang in den Gemächern für Würdenträger ist der schnellste Weg aus dem Kastell hinaus. Und nun geht's und kommt dem Willen der Mutter der Nacht nach. Mein lieber Graf, besprechen wir die Bedingungen des Kontrakts. Thank you.
Ich schätze, ihr habt einen Grund dafür, an mich heranzutreten, während ich arbeite. Was gibt es? Wollt ihr, dass man mich bemerkt? Wartet einen Augenblick. Habt ihr Probleme mit dem Gouverneurinnenkontrakt? Ist etwas schiefgelaufen? Interessant. Ich wusste, dass wir die Piratenkönigin eines Tages ausschalten, aber ich hätte nicht erwartet, dass dieser Tag heute ist. Ich frage mich, woher der plötzliche Sinneswandel kommt. Hat er das? Ich bin beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass der alte Graf genug Mumm hat, um die Mutter der Nacht um Hilfe zu bitten. Erst schließt die Gouverneurin einen Kontrakt mit euch, damit ihr einen Mord für sie begeht. Und jetzt bekommt ihr einen Kontrakt, sie zu töten. Das muss dem Sprecher sehr gefallen. Natürlich hat er das. Ich studiere das Kastell und die Gewohnheiten der Gouverneurin nun schon seit Monaten. Sie hat eine Speisekammer im Obergeschoss. Ich schlage eine Dosis Gift vor. Gebt sie in ihre liebste Weinkaraffe. Das sollte es auch schon gewesen sein. Die private Speisekammer der Gouverneurin ist im obersten Geschoss. Der Ort ist allerdings ein wahres Labyrinth und die Rotsegel bewachen den direkten Weg mit allem, was sie haben. Ich würde die Geheimgänge in den östlichen Korridoren versuchen. Sucht einfach nach einer Wandnische mit zwei roten Vorhängen. Natürlich. Die meisten Kastelle haben welche. Man braucht nur zu wissen, wo man nach ihnen suchen muss. Sobald ihr durch die Eingangshalle kommt, werden die Wachen euch als Bedrohung erachten. Falls ihr nicht gesehen werden wollt, dann sucht einen roten Vorhang und benutzt die Geheimgänge. Der Sprecher hat euch zu mir geschickt, oder? Ich kenne das Kastell von Anvil wie meine Westentasche. Und ich kenne die Gouverneurin. Das Gift nimmt euch die ganze Arbeit ab. Und Fortunata ist jede Entschuldigung recht, nach einer Karaffe mit ihrem Lieblingswein zu greifen. Oh, ich würde ihrer königlichen Nervigkeit liebend gern den Garaus machen, aber der Sprecher hat diesen Kontrakt euch gegeben. Ich bin nur hier, um euch zu beraten. Ich sage euch was. Nachdem ihr Fortunatas Wein vergiftet habt, komme ich vorbei und schaue mir das Spektakel an. Wir können gemeinsam einen heben und ihr beim Sterben zusehen.
Bei der Ödnis des Vergessens? Wie kommt ihr hier rein? Nein, sagt es mir nicht. Ich will die Geheimnisse eurer Zunft gar nicht kennen. Was verschafft mir die Ehre eures unerwarteten Besuchs? Kann ich davon ausgehen, dass mein kleines Ärgernis beseitigt wurde? Das ist perfekt. Sogar hervorragend. Ich werde darüber hinwegsehen, wie rüde ihr hier hereingeplatzt seid, und euch ein Getränk anbieten. Begleitet mich auf meinen Balkon. Ich bin sicher, der Ausblick wird euch gefallen. Holt mir Wein, Mädchen. Ihr wisst schon welchen. Und bringt etwas weniger Teures für meine Freundin hier mit. Ich vermisse die offene See. Da draußen sind die Sachen klarer. Töte oder werde getötet. Nimm dir, was du tragen kannst. Verteidige, was dir gehört. Hier ist es genauso, denke ich. Wir sind nur weniger ehrlich damit. Mirabelle, wo ist Edwina? Ihr wisst ja, wie ungeschickt Edwina sein kann, Gouverneurin. Während sie sauber macht, habe ich euren Wein gebracht, damit ihr nicht warten müsst. Ihr denkt mit. Das schätze ich bei meinem Gesinde. Wohlan denn. Ein Trinkspruch. Darauf sich zu nehmen, was man kann, und zu verteidigen, was einem gehört. Der Wein. Was habt ihr getan? Wir trinken auf euer Andenken, Gouverneurin. Und auf den Ruhm der Mutter der Nacht. Mirabelle? Sie ist eine von euch? Das Leben ist vergänglich, Fortunata. Ein Trugbild. Und am Ende gehört alles Sitis. Richtet ihm Grüße von mir aus. Wir sehen uns dann in der Freistadt, Schätzchen. Nachdem ich hier alle unsere Spuren verwischt habe. Der Sprecher hat mir von eurem Erfolg in Quartich berichtet und von den anschließenden Ereignissen. Ich muss gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass ihr aus Fortunatas Nest von Piraten und Banditen zurückkehrt. Heißt das, die Piratenkönigin wurde entthront? Dann glaube ich, es ist Zeit für einen neuen Titel, Initiandin. Ihr habt Fähigkeiten und Einfallsreichtum bewiesen, wie wir sie in den kommenden Schlachten brauchen. Erhebt euer Haupt, Assassine. Ihr habt euch euren Platz in der Bruderschaft verdient und wir sind stolz, euch einen der unseren nennen zu dürfen.